Hallo und so, schön, dass du dabei bist. Wir spielen ein neues Spiel tatsächlich mal wieder auf meinem Kanal namens Turmoil. Und das Spiel habe ich gesehen bei einem englischen YouTuber vor einiger Zeit. Dragaste heißt er. Und jetzt habe ich mir gedacht, das ist so ein entspanntes Spiel. Ich werde es wahrscheinlich gar nicht cutten. Kein Intro, kein Outro. Nur einfach eine halbe Stunde. Mal gucken. Ich habe keinen Fortschritt, von der kann da gar nichts passieren. Als wen spielen wir denn? Joshua. Oder Blanche. Ene, mene, mich, es rappelt in der Küste. Ene, mene, Mac. Und du bist weg, Joshua. Fuck you. Hallo, zukünftiger Ölbaron. Willkommen in meiner zukünftigen. Wieso in meiner? Es ist meine. Man, ich will Bürgermeister sein. Willkommen in meiner zukünftigen schönen Stadt. Die Ölindustrie wird hier boomen. Aber lass uns an die Arbeit gehen. Klicke hier auf den Waggon und ich werde dir die Grundlagen der Ölförderung beibringen. Geil. Wo? Wo hätte ich klicken müssen? Hier? Klicke rechts. Was ist denn in der... Perfekt. Was ist hier? Bitch, guten Tag. Sie sind fast mit dem Bau meiner Bank fertig. Besuche mich bald, wenn du monetäre Bedürfnisse hast. Ja, bring mich zur Ölstelle. Fick dich. Willkommen bei deinem ersten Ölförderungsbetrieb. Folge einfach meinen Anweisungen und das Öl wird im Handumdrehen fließen. Ich habe schon zwei Testrunden gespielt. Also ich weiß schon, was ich machen muss, aber wir machen trotzdem das Tutorial. Bevor du mir dem Bohren nach Öl. Hä? Deutsch ist eine schwere Sprache, ich weiß, aber das war nicht nötig. Bevor du mir dem Bohren nach Öl beginnen kannst. Achso, das war doch Deutsch. Ich bin gut in Deutsch. Musst du wissen, wo du bohren kannst. Stelle deine Wünschelrutengänge ein. Einen wünschen, fuck me, der sich darum kümmert. Warum muss ich ihn genau dahin platzieren? Gute Arbeit. Gib ihm etwas Zeit, um herauszufinden, wo das Öl ist. Dam-di-dum. Er hat Öl gefunden. Es ist an der Zeit, mit dem Bohren zu beginnen. Wähle die Ölplattform aus. Ja, erklärt sich eigentlich relativ von selbst. Jetzt kann man hier, ich lese es trotzdem vor, ziehe von diesem Punkt aus nach unten und lasse sie an einem anderen Punkt los, um sie mit dem Öl zu verbinden. Schön, dass du mir direkt sagst, wo das Öl ist, weil eigentlich weiß man es nicht. Es ist immer so ein kleines Ratespiel. Man hat hier so einen Radius, hat man ja vielleicht gesehen, dieses Grüne. Und da kann halt das Öl drin sein. Und es ist halt ziemlich dumm, wenn man es nicht mit einem hinbekommt. Weil dann muss man mehrere bauen und später kann man die noch upgraden und dann hat man ein Problem, weil man muss ganz viel upgraden. Du bist auf Öl gestoßen, aber wo sollst du damit hin? Zu Left Inc. natürlich. Wähle das Pferdewaggon-Symbol aus. Warum muss ich den hier hinstellen? Ich wollte ihn da hinstellen oder eher quadrieren. Eigentlich gibt es noch Right Inc. und die haben halt unterschiedliche Preise dann. Ich möchte noch gar nicht verkaufen. Ja. Egal. Könnten Tutorial überspringen drücken. Machen wir jetzt einfach mal nicht. Das Spiel wird hauptsächlich mit der Maus gespielt. Deswegen habe ich ein Handtuch über meine Hand gelegt, damit man die Mausgeräusche nicht so hört. Vielleicht. Das ist jetzt mit Handtuch und das wäre ohne. Ich denke mal, man hört einen Unterschied. Das Problem ist nur, mir könnte ein bisschen heiß werden. Diese Einführung endet, wenn du den Geldbetrag wieder auf 1300 erhöht hast. Kann man hier schon vorspulen mit X? Nein. Gute Arbeit. Lass uns in die Stadt zurückkehren. Okay. 1396 und dann gibt es hier noch so Okay, es gibt noch keine Grafiken. Fortschritt gespeichert. Tolle Arbeit. Jetzt geht es an die richtige Arbeit. Komm zum Rathaus, um deine Rivalen zu treffen und um dir eine Landparzelle für deine nächsten Abenteuer zu holen. Abzuholen. Fuck me. Hier können wir immer noch nichts machen, soweit ich weiß.
Oh fuck, das war zu schnell. Also, es gibt halt vier Biome sozusagen. Und man startet hier, ich weiß nicht, wo es dann weitergeht. Hier wahrscheinlich, hier und dann hier. Wäre logisch. Wir sollten uns zuerst alle vorstellen, okay. Okay, ich lese es richtig vor. Howdy, Partner. Dieser Typ hat lange genug Rinder gehütet, um zu wissen, dass die Nächte in der Prärie kalt und einsam sind. Ich hoffe, dass du mit Öl Geld zu verdienen genauso... Dass mit Öl Geld zu verdienen genauso einfach ist wie das Werfen von Lassos. Hallo, ist das Leben eines Anwalts interessant? Also, um die Wahrheit zu sagen, es ist schon ganz schön langweilig und ich konnte es nicht ertragen. Ich habe schweres Ölfieber und das kann nur geheilt werden, wenn ich Öl finde. Ich kann heute nicht lesen. Lest am besten selber durch. Buenos dias, ich bin als Schiffskapitän jahrelang über die Welt gesegelt und ich kann noch nicht einmal schwimmen. Ich möchte mich nicht mehr darum sorgen zu ertrinken, außer es ist in Geld. Es freut mich, dich kennenzulernen. Ich habe einen netten Lebensunterhalt mit Immobilien verdient, aber es ist für einen neuen Businessplanzeit. Ich gehe in den Untergrund. Ich trödle nicht gerne, also machen wir uns an die Arbeit. Guten Tag, die Herrschaften. Okay, ich habe die Stimme schon alle wieder vergessen. Gut. Ich werde dir ein eigenes Stück Land zuweisen. Das erste geht aufs Haus. Lass uns jetzt bohren, bevor wir nochmal... Warte mal, ich wollte das gar nicht... Guten Tag. Um die Eröffnung meiner brandneuen Bank zu feiern, habe ich für jeden von euch ein Bankkonto eröffnet. Ihr könnt mich jederzeit besuchen, um die Finanzberichte eures letzten Vorhabens anzusehen. Interessant. Ich brauche noch kein Darlehen, hoffe ich mal. Also es geht einfach nur darum, mehr Geld als seine Gegner zu haben, offensichtlich, oder? War das offensichtlich? Was wird hier eigentlich gebaut? Stopp mal kurz. Ey. Diese schöne... Ja, keine Ahnung, wie man so eine Stimme nachmachen soll. Diese schöne Fabrik wird bald eröffnen und allen Einwohnern dieser Stadt die modernsten Technologie... Egal. Er will uns Scheiße verkaufen, wir kaufen nicht. Holen wir uns das ganze Öl. Wir nehmen $2,000 mit, um die Inbetriebsnahmekosten zahlen zu können. Bist du bereit? Fuck yeah! Ich habe schon wieder die Stimme vergessen. In Ordnung, du kennst das schon. Stelle Wünschelroutengänger ein und baue eine Plattform, um direkt nach unten zu bohren. Ja, der Anfang ist kriechend und kann ich nicht einfach... Oder muss ich erst hier drauf drücken? Vorhin konnte ich die noch runterziehen. Hä, warum kann ich sie jetzt nicht mehr runterziehen? Egal. Es gibt anscheinend immer noch Left Ink... Bisschen dumm. Eigentlich müsste hier oben eine Monatsanzeige sein, weil man nur begrenzt Zeit hat natürlich. Sonst wäre das ja nicht wirklich eine Competition, wenn man unendlich viel Zeit hätte. Also es gibt so kleine Boni, aber die kommen dann noch. Du bist langsam. Ich glaube, ich stelle direkt einen zweiten an, weil meistens gibt es nicht nur eine Ölquelle, so wie im Tutorial. Ja, also Anfang ist immer so ein bisschen schleppend. Und dann meistens kriege ich nicht mal das Öl verkauft am Ende. Oder sowas die letzten paar Male. Ich hoffe natürlich, dass es diesmal nicht so endet. Die sind ein bisschen langweilig und langsam. Das dauert normalerweise nicht so lang. Guck mal, den habe ich als zweites eingestellt. Warum hat der jetzt fast zuerst gefunden? Es gibt doch noch andere Items eigentlich, aber anscheinend noch nicht. So, und jetzt hoffen wir mal, dass ich... Meistens sind die da in der Gegend. Aber die hier nicht. Die hier ist anscheinend noch tiefer. Nein, bitte jetzt. Sag mir nicht, ich habe jetzt zu weit gebohrt. Danke. Die ist sogar relativ... Also das ist so eine mittelgroße. Es ist unklug, zu dem Preis zu verkaufen, den Left Ink gerade anbietet. Es ist besser, zuerst dein Öl zu lagern. Wähle das Silo-Symbol aus. Weiß gar nicht, ob das gerade eben schon da war. Der Ölpreis fluktuiert immer stark. Behalte ihn gut im Auge, ja. Falls dir der Ölpreis gefällt, nutze diesen Pfeil, um die Waggons an meinen Ort zu senden. Sie werden dann
aufgefüllt und das Öl wird bei Left Inc. in Geld umgewandelt. Falls der Ölpreis zu niedrig ist, wird, nutze diesen Fall, um mit dem Verkaufen aufzuhören. Dein Waggon wird sie wieder bei den Silos entladen. Ja. Ich habe aber noch keinen Waggon. So. Ey! Levels sind zeitbasiert. Ja, die Levels halt. Also diese Biome. Dieses Level endet am 31. Es war schon zu früh? Fuck. Also, wir brauchen einen Reiter. Der hat auch was gefunden. Oh, ich bin out of money. Falls du zu wenig Geld hast, geht das uns nicht allen ab und zu so. Kannst du dein Darlehen zu sehr vernünftigen Zinssätzen erhalten? Klicke auf das Schaltersymbol, um das Finanzfenster zu öffnen. Okay. Die Sache ist... Oh, noch 10%. Okay, es ist halt... Man kann sich damit echt tief in die Schulden reiben. Aber für den Anfang braucht man öfter mal welche. Vor allem in den schwierigeren Levels muss man teilweise 2000 oder so aufnehmen. Aber da kommen wir auch noch hin. Oh, shit. Oh, doch nicht zu weit gebaut anscheinend. Okay, das war aber richtig close. Ist jetzt auch an der Zeit, schon mal einen neuen einzustellen. Und vielleicht sollte ich auch einen Reiter hier hinstellen, damit nicht sofort alles verschwindet. Alter, der fluktuiert ja richtig. Dann fangen wir mal an zu verkaufen. So ab 1 Euro, denke ich mal, also ab 1 Dollar lohnt es sich, denke ich mal, zu verkaufen. Deshalb mache ich das jetzt einfach. Ich weiß, dass 1,40 so einer der Höchstpreise ist. Ohne Hilfsmittel. Darauf kommen wir dann auch später in den späteren Levels. Okay, der hat auch was gefunden, aber da gehe ich, glaube ich, dann mit dem hin. Ich muss mal gucken, wie lange... Also, die scheint ja nicht so groß zu sein. Es sei denn, die geht jetzt hier noch so richtig fett rum. Übrigens ist 2 Häuser weiter von mir eine fette Baustelle, wo die das ganze Haus abknüppeln. Deshalb könnte sein, dass man was hört. Und das machen die halt schon seit 5 Tagen. Ich wollte eigentlich gar nichts aufnehmen, aber es dauert schon so ewig. Ich muss einfach irgendwas machen. Ja, das hört man vielleicht. So, wir müssen irgendwas hier machen. Oh Gott, ich habe nicht auf den Preis geachtet. Weil für 70 Cent lohnt es sich halt legit nicht zu verkaufen. Wir schätzen einfach mal. Vielleicht haben wir Glück. Die scheint doch ziemlich groß zu sein. Mist. Vielleicht müssen wir upgraden oder so. Fuck. Bitte lass es weiter unten sein, sonst bin ich jetzt richtig gefickt. Nein, 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 nein! Man kann, glaube ich, Pipes auch nicht abreißen. Zumindest habe ich noch nicht herausgefunden, wie es geht, wenn es geht. Zeit, einen neuen Windschlotenmann anzustellen, weil... Also, wenn sie nicht zünden, verschwinden sie einfach von der... Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, nicht... Das ist, Spill. Das ist... Du lässt Öl überlaufen. Behebe das, indem du neue Waggons kaufst oder indem du die Anzahl der Waggons reduzierst, die Öl verkaufen. Nein. Ich habe einfach nicht... Also das... Was? Nein. Nein. Nein, 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 nein. Ja. Also das... Was? Letzter Monat? Verkaufen. Nee, warte mal, nicht verkaufen. Noch kurz warten, bis der Preis hochgeht. Und noch ein Waggon. Weil sonst haben wir gleich wieder Spill. Ich kann da kein Öl mehr bohren. Keine Zeit. Komm, auf 80 Cent, dann verkaufe ich. Vielleicht 85. Ich habe noch 15 Tage. Fuck das, ich muss verkaufen. Oh Gott, war die erste Runde terrible. Ja, ich kann nur noch zugucken ab jetzt. Weil Geld ausgeben lohnt sich jetzt für mich auch nicht mehr. Das rentiert sich nicht mehr. Wir haben nichts... Nichts wegbekommen von dem an dem Öl. Ich kann nur noch zugucken, ich halte gerade mein Handtuch neu. Nee, ich krieg gar nichts. Ich krieg halt nicht mal mehr die Sachen verkauft. Ich krieg 1200. Oh Gott, Alter, guck mal, wie viel da noch übrig war. Ich habe nichts wegbekommen. Ich habe noch ein ganzes Silo voll. Ja, das waren dieses Spillage, das war das Bimmelimmelim. Grafiken gibt's jetzt.
Das sind meine Ausgaben zu meinem Profit und meinen Einnahmen. Ich habe viel mehr ausgegeben. Und ich war trotzdem noch am erfolgreichsten. Ah, nee, doch nicht. Ricardo. Ja, Daisy hat richtig reingeschissen einfach. Also die AI ist auch nicht... Also die spielen irgendwie anscheinend nie gut. Am Ende wird es immer brenzlig, aber... Ja, wobei, Ricardo hat mich ja jetzt schon hart gefickt. Was machen wir? Howdy, mein Name ist Fred Metal. Versuchst du deinen Ölförderungsbetrieb effizienter zu machen? Schau in meiner Fabrik vorbei, um deine Ausrüstung aufzurüsten. Welche Technologien soll ich für deinen Ölbetrieb verbessern? Breite der Rohre wahrscheinlich zur Ölförderung, Größe der Silos wahrscheinlich. Mit Verzweigungen, keine Ahnung, kostet aber ziemlich viel. Und Timer, keine Ahnung, kann ich... Ich habe eh nicht genug Money. Plattformen sind jetzt resistenter gegen hohen Druck. Ach so, ja, das sollte ich mir echt kaufen. Breite 2 ist extrem OP. Deshalb hole ich mir die jetzt schon. Kampagne fortsetzen, bitte. Okay, das hat sich anscheinend nicht gespeichert. Es hat einen Autospeicher und ich weiß noch nicht, wie man selber speichert. Nee, ich möchte eigentlich nicht. Wenn ich Escape drücke, verlasse ich auch die Stadt, wetten. Nee, Escape macht einfach gar nichts. Die Sounds könnten ein bisschen lauter, wobei ich kann sie ja selber noch runterstellen. Frage ist, nehme ich überhaupt auf? So, OBS. Cool, ich nehme sogar auf. Ich weiß gar nicht mehr, welches Profil. Ich hoffe, es leckt nicht. Wenn es leckt, bringe ich mich einfach selber um. Das fixt das meistens. Landoptionen. Ja. Und diesem, also letztes Mal ging es ja auf Haus. Guck mal, wir hatten, glaube ich, den. Wir hatten einen richtig schlechten Platz. Je höher die Zahl, desto mehr Öl. Und jetzt muss man für die Plätze bieten. Und man kann sich da auch immer übertrumpfen. Das heißt, man kann manchmal richtig viel Geld verlieren, wenn man unbedingt einen Platz haben möchte, der halt gut aussieht, weil eine hohe Zahl daneben ist. Willkommen bei der Auktion. Bist du bereit, mit dem Bieten anzufangen? Ja. Wähle den Landparzelle aus. So, weil die hier ist direkt neben der 49. Also, die hier sind alle neben der 49. Aber ich nehme jetzt die direkt oben drüber. Und ich wurde direkt überboten. Ich kann jetzt für 2000 sie nochmal überbieten oder ich gehe hier hin. Was risky ist, weil da ist eine fucking 28. Ich gehe einfach über sie. Weil ich möchte nicht so... Das Auktionieren kann extrem nach hinten losgehen. So, ich habe jetzt noch 10.000. Ich bin nicht so bad. Jetzt habe ich noch 8.000. Never mind. Direkt Wünschelwichser. Ab jetzt werden Level vom 1. Januar bis zum 30. Juni ausgeführt. Also ein halbes Jahr. Wie viel hatten wir letztes Mal? Januar, Februar, März, April? Ne, 3 Monate hatten wir letztes Mal. Genau, jetzt gibt's die Ride Ingo noch. Wir müssen einfach gerade warten, dass der was findet, leider. Ich stell direkt einen zweiten hin. Kann ich den? Warum kann ich... Ah, doch, ich kann den benutzen. Ich würde den gern abwählen. Abwählen. Was weiß ich, wie das... Ah, Rechtsklick. Kommt schon, findet was. Dankeschön. Dann ballern wir direkt was drauf. Und beten, dass ich mich nicht verschätze. Ich glaube, das war zu kurz. Um die Kapazität eines Rohres aufzurüsten, klicke einfach drauf, ja. Also einfach mitten auf die Rohre. Ich habe vorhin richtig gestreikt. Ich habe die ganze Zeit auf dieses Plus gedrückt. Für mich war es offensichtlich auf das Plus. Das ist immer so richtig... Nein! Guck mal, wie klein das dumme Stück Scheiße ist. Das ist ja instant leer. Das ist wahrscheinlich so eine Runde, wo ich definitiv einen Kredit aufnehmen muss. Definitiv. Oh, guck mal hier, Pracht. Ich glaube, ich habe einen richtig schlechten Platz mehr ausgesucht. Zwar habe ich da auch hochgepokert. Ich hätte sie auch einfach überbieten können. Dann hätte ich wahrscheinlich safe einen sicheren Platz gehabt. Aber ich wollte halt nicht 2000 dafür ausgeben.
Das ist ein guter Preis für den Anfang. Kann man sich eigentlich nicht beschweren. Frage ist nur, bleibt der so schön? Oder muss ich gleich ein Silo bauen? Man weiß es nicht. Es ist halt, es gibt sehr viele Passagen im Spiel, wo man einfach nur warten muss. Und das ist halt manchmal ziemlich blöd. Jetzt geht der Preis runter. Oh fuck, Alter, ich brauche ein Silo. Oh. Und ich brauche noch ein Pferdchen. Sonst habe ich direkt Spillage. Es leckt gerade. Ich weiß nicht, warum es geleckt hat. Vielleicht wegen behindertes Auto-Update. Was? Ich wollte nicht verkaufen. Der Preis geht runter. Fuck you. Silos groß. Vielleicht verkaufe ich doch. Aber der Preis ist so scheiße. Ich möchte nicht verkaufen. Die Pferdchen müssen schneller machen. Scheiß drauf. Ich nehme einen kleinen Kredit auf und dann kann ich mir nochmal ein Pferdchen leisten. Was? W ist der Shortcut für Pferd. Wegen Horse auf Englisch. Mhm, W, Horse. Macht Sinn. Warum nicht H? Ist H irgendwas anderes? Nein. Warum konnte man nicht H nehmen? Wäre viel logischer. Interactive Gameplay, you know. Sachen selber herausfinden. Ich weiß gar nicht, von wem, welche Firma das Spiel gemacht hat. Ich bin bestens informiert. Ich kann meine Silos noch gar nicht erweitern, fällt mir gerade ein. Wenn du jetzt noch einen hochgehst, verkaufe ich einen links. Und es geht runter. Ich brauche noch ein Silo. Das ist natürlich scheiße. März, April, Mai, Juni. Ich habe noch 3 Monate. 2,5. 3,5. Ich weiß nicht, ich kann nicht rechnen. Tut mir leid. Und ich habe vergessen, so einen Winchelrutenmann einzustellen. Fuck. Ich habe verkackt. Ich bin froh, dass ich nicht so viel für das Land hier ausgegeben habe. Dann habe ich nicht ganz so viel Minus wahrscheinlich. Hoffentlich. Guck mal, die Scheiße ist schon leer. Es ist schon leer. Ich habe wahrscheinlich mehr fürs Bauen bezahlt, als ich rausbekommen habe am Ende. Oh Gott. Oh Gott. Are you serious? Wenn ich das jetzt nicht auf First Try treffe, bin ich richtig gefickt. Come on, man. Come on. Ja, nein. Vielleicht. Alter. Fuck, die ist riesig. Holy shit, ist die groß. Alter, ich bin richtig gefickt. Ich habe anscheinend nur so 2 Furze am Anfang gefunden. Ich habe noch 2,5 Monate. 2 Silos voll. Die Ölpreise sind im Arsch. Ja, ich muss verkaufen, sonst habe ich ja gleich gar kein Geld. Am Ende ist es dann wie letztes Mal, dass ich nicht mal mein Silo leer bekomme. Heißt das hier Silo? Ja, es heißt Silo. Man kann immer noch nicht fast. Oh doch, guck, mit X geht alles ein bisschen schneller. Aber hier, der Preis ist schon bei denen besser. Jetzt steigen die Preise, das finde ich gut. Kaufe ich mir direkt noch ein Pferd. Alles zu Link, Left Ink. Left Ink ist da. Bin vielleicht ein bisschen laut. Übersteuere ein bisschen. Ja, ich übersteuere sogar extrem wahrscheinlich. Die ganze Zeit schon. Sorry. Ich mach mal kurz meinen Popschutz-Test. Weil ich kann gerade wieder nichts machen. Ich muss zugucken, wie mein komplettes Imperium auseinanderbricht. Ich kaufe mir noch mehr Pferde auf jeden Fall. Vivan Horse. Alles zu Left Ink. Ich kann nicht Linksklick drücken. Jetzt kann ich Linksklick. Ich habe mein Handtuch draufgelegt. Auf meine Linksklick-Taste. Indeed. Mai, Juni. Fuck, das ist schon gleich der letzte Monat. Mehr Pferde. Ja, die kriege ich halt auf keinen Fall. Also das war dumm von mir, dass ich den Novinschel-Routenmann viel zu spät eingestellt habe. Und ein bisschen Pech, dass ich diese 2 Zombies erst gefunden habe. Ich muss jetzt
Na, da sind sie schon wieder höher vom Preis. Kann ja nicht. Noch 25 Tage. Boys, das sieht bad aus. Ich hoffe, ich krieg wenigstens noch ein bisschen wieder rein. Ich habe gerade 3000. Ich habe keine Spill-Strafe. Ich habe 2 von denen, die einfach leer stehen. Ach Mann, es hätte besser laufen müssen. Oh, jetzt geht auch noch der Preis runter, wie sonst dort. Ba-ba-da-ba. Ja, ich spule einfach mal vor mit X, weil das ist sonst Zeitverschwendung. Ja. Holy fuck, ich hatte einen richtig guten Spot, aber ich konnte ihn halt nicht nutzen, weil ich dumm bin. Also ich kann das Spiel, also ich spiele es fast blind. Ich habe, wie gesagt, vorhin eine Testrunde gemacht, damit ich wissen kann, ob es aufnehmbar ist. Holy shit, ich wurde... Weißt du, ich habe mich gerade noch über die Bots lustig gemacht, was die AI angeht. Und dann wurde ich komplett gefickt. Ja gut. Da wurden ja, oder wurde ich auf jeden Fall extrem gebuttfuckt. Ricardo, die Sache ist halt, je mehr Geld man da rausholt, desto mehr Upgrades und so kann man sich halt auch schneller kaufen. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Edward und ich bin so etwas wie ein Handwerker. Ich experimentiere gerne mit Sachen, die dir helfen können, Öl zu finden. Siehe in meiner Erfindung. Und der hier? Kauf etwas von meinem Zeug, du wirst es nicht bereuen. Das war sehr teuer. Ich muss gleich noch bieten. Ich kaufe mir erstmal gar nichts. Oh. Es wurde autospeichert, oder? Ja. Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich speichern kann. Okay, diesmal darf ich nicht so viel Scheiße bauen. Konzentration. Ja, ich bin bereit, mit dem Bieten anzufangen. Ich hatte einen 47er-Spot. So, entweder ist das hier scheiße, in der Mitte, oder nochmal 49. Ich gehe lieber safe hier hin. Ricardo... Oh. Ach, komm. Wollen wir ganz risky gehen? Fuck it, wir gehen ganz risky. Bitch. Die kauft sich nochmal breiter. Ich konnte es jetzt gar nicht benutzen, das... Ah, jetzt bin ich aber arm wie sonst was, ne? Das muss... Oh, fuck, 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 fuck. Ich habe zu viel Zeit gewastet, ich habe mich... Geh! Wir stellen direkt 3, 4 diesmal hin. Alter, die letzten 2 Runden waren dreckig. Ich glaube, das vorletzte war sogar die Tor... Nee. Das war das. War noch so ein halbes Tutorial. Was machen wir diesmal? Wir warten erstmal, weil mehr können wir nicht machen. Guck mal, 15 Tage einfach nur dafür. Warte mal, der hat gar nicht gepfiffen. Fuck me. Das ist gut. Aber der hat auch was gefunden. Das ist also am Ende doch relativ egal. Das Abzweigungen-Upgrade kann halt broken sein. Bei sowas, wenn die so direkt nebeneinander. Oh, 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 oh. Nee! I have crippling AIDS. Ja, vielleicht sollte ich mir das Upgrade holen. Oh, noch ein Pferd und ich muss dann die verkaufen sofort, weil ich nichts machen kann. Das ist super. Oh, die ist zum Glück riesig. Alter, da hatte ich aber richtig Arsch gehabt. Direkt unter der Lifting sitzt irgendwas. Ja, das, ich bin halt Lohn, ich bin halt... Nein, ich verkaufe nicht für 60 Cent, fuck hier. Wir haben hier auf jeden Fall mal eine safe Quelle, deshalb sollte ich da ein Pferd dran stellen. Jetzt muss ich kurz warten. Ich kann aber nicht, ich kann nicht immer warten. Ich kann einfach nicht jedes Mal warten. Jeder Einzelne hat was gefunden. Ich sollte nochmal einen Wünschelrutenmann einstellen. Ich sollte mir noch mehr Lohn ziehen. Weil ich muss früher mit dem Graben dieses Mal anfangen, einfach.
betet. Ich darf nicht so viel Scheiße jedes Mal bauen mit diesen scheiß Pipes. Denn je tiefer ich graben muss, desto mehr Probleme bekomme ich. Habe ich es getroffen? Natürlich nicht. Guck mal, es ist... Wie viel habe ich dafür ausgegeben? Wie viel habe ich für diese... Für so eine kleine Scheißquelle habe ich gerade so viel Money ausgegeben. Das kann doch nicht wahr sein. Die ist schon fast... Die ist einfach gleich leer. Was machst du hier? Du suchst immer noch. Wahrscheinlich habe ich mir so einen richtigen Drecksplatz ausgesucht, ne? Bis wann habe ich Zeit? 30. Juni. Alter, für 1,20 verkaufen. Vielleicht brauche ich mehr von denen. Alle hin. Oh, 1,27. Das ist doch mal freundlich. Da kriege ich mein Geld ein bisschen rein. Wie viel habe ich Loans genommen? Perfekt, dachte ich mir schon. Also der letzte Typ sucht immer noch, das heißt, er wird wahrscheinlich nichts mehr finden. Das heißt, ich habe nur diese drei Quellen. Die ist gleich leer, die hier werde ich leer bekommen und die hier müsste ich vielleicht tatsächlich upgraden. Dann könnte ich euch das mal zeigen, dass ich das halt nicht geträumt habe. Ich müsste jetzt beide Pipes upgraden und das kostet halt. Die Bitch schwingt ja immer noch. Aber ich habe halt keinen Bock, dass das wieder so ein kleines Scheißding ist. Guck mal, jetzt ist er aus dem Bild gegangen. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Verkaufen immer noch für 1 Euro. Oder 1 Dollar. April, Mai, Juni. Ich habe noch 2 Monate, 2,5. Das pumpt. Verbindungslimit erreicht ist schwul. Rohr kann nicht durch sich durchgebaut werden. Dann versuchen wir einfach. Oh fuck, ich habe die ganze Zeit zur falschen Firma verkauft. So, also die werden jetzt einfach nur dicker und können viel mehr Öl befördern. Das ist wahrscheinlich relativ simpel, das Prinzip kann ja jeder verstehen. Ich muss mein Silo noch leer bekommen. Mai, Juni, ich habe noch 2 Monate. Eieiei. Vielleicht sollte ich tatsächlich hier nochmal... Oh, fuck, ich habe mir selber alles zugebaut. Ja, GG, nee, dann baue ich keinen Turm mehr hin. Ich hoffe einfach, dass es dann keine allzu große Quelle war und will einfach nur noch die leer saugen. Man könnte natürlich... Wie viel kostet das? Wir gehen mal ein, das Risiko. Wenn wir jetzt mit 190 halt nochmal eine Ölquelle treffen. Oh! Fuck! Als ob die so groß ist! Alter, ich krieg Crippling Depression in diesem Game. Ist ja schlimmer als LOL! Wie riesig! Zumindest sieht sie riesig aus. Könnte auch natürlich einfach genau da um die Ecken gehen. Die sind random geformt. Sozusagen. Also sie sind... relativ viereckig. Ich glaube, sie haben mindestens 6 Ecken oder so. Ach, dass das jetzt noch passiert, ist natürlich hart scheiße. Letzter Monat. Ölpreis geht schon wieder runter. Aber ich kann jetzt nicht aufhören. Ich muss halt für 1 Euro und weniger verkaufen. Oder 1 Dollar und weniger dann verkaufen. Ich kann jetzt nicht... Verkaufsstopp machen. Weil das bringt mir nichts. Dann werde ich nur arm. Alle verkaufen da übrigens hin. Auch der. Wo läufst du hin? Hier brauchen wir Hilfe. Das ist voll. Gleich überholt die eine. Boah, Alter, das geht ja ein bisschen schnell runter. Noch 14 Tage, ich bin gefickt. Also die haben wir fast noch, vielleicht bekommen wir sie sogar komplett. Die haben wir sogar komplett leer bekommen mit der großen Röhre. Und die haben wir jetzt halt nur angezapft, wirklich. Nur dran gekratzt. Aber die Runde lief auf jeden Fall besser als die letzte.
Wir hatten, glaube ich, auch kein Spilling. Also keine Strafkosten sozusagen. Alter, die war halt richtig fett. Holy shit. Und da unten war auch noch eine. Da war ich gar nicht so bad mit dem Land an sich dran. Die war auch nicht so groß, wie ich es erwartet hatte. So. Nach den Zinsen. Die waren teuer auf jeden Fall. Keine Ahnung, was mir das sagen soll. Ich möchte eigentlich das hier sehen. Ja, okay. Das war natürlich scheiße. Kein Profit und viele Ausgaben. Mal gucken, wie die Kontrahenten... Ach, endlich, Alter. Jetzt interessiert es mich aber, was die für... Entweder hatten sie Pech mit dem Land oder sind scheiße. Eigentlich müsste... Der hat sich ja richtig hochgezockt. Die beiden haben... Ne, wobei, der hat... Der hat sich in das Risky-Feld gesetzt, gell? Hallo, ich bin Reynor, der Trainer. Alter. Ich kümmere mich um die Pferde, damit sie gesund bleiben und arbeiten können. Sie in den Stallungen vorbei und vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Ja, gegenseitig, dann müsste ich weniger bezahlen. Ah, was bringt mir das? Ich möchte nicht sofort kaufen, deswegen... Okay. Das sieht ziemlich useless aus. Das wäre gut. Ich kann auch 15 Pferde haben. Was? Wie bitte? 5%. Genau, und ich habe auch schon hier. Bericht. Profit 7000. Das ist nicht so viel. Genau. Ein Silo Größe 2 wäre geil, aber ich will dir... Ich will ja eh nicht viel bieten und das ist schon, hat man gerade gesehen, relativ useful. Ja. Ich habe noch 4000 übrig. Ich weiß nicht, ob meine Mitstreiter was machen. Normalerweise macht man es so, dass man erst auf die Landauktion geht. Aber da ich eh nicht, ich hatte ein 28er Feld. Ich bin bereit zu bieten. Ich möchte das Feld haben. Wahrscheinlich werde ich daraus bettelt. Ja. Also das war scheiße. Können wir uns merken, es geht anscheinend immer schlechter dauer. Also nehmen wir das hier. Ich möchte auf keinen Fall viel Geld dafür für diese Auktion ausgeben. Die kaufen sich anscheinend alle nichts. Ich darf jetzt nur nicht reinscheißen. Man kann übrigens auch ins Minus gehen. Soweit ich weiß, verliert man nicht, aber schneller. Und schneller werden auf jeden Fall darin. Nein, ich möchte noch keinen da legen. Es ist wichtig, dass die diesmal vielleicht nicht innerhalb von 15 Tagen erst was finden. Das war letztes Mal nicht sehr hilfreich, möchte ich behaupten. Ich frage mich, ob es Silent-Mäuse gibt. Fuck yeah. Das höre ich gerne. 3 Rohre. Ich dachte, ich habe nur das 2er Upgrade gekauft. Die finden nichts. Habe ich mir wieder einen richtig schlechten Platz wahrscheinlich ausgesucht. Oh, wer meint denn? Die Sache ist, je mehr Rohre man dran macht, also wenn ich jetzt 2 hier dran habe, dann kommt natürlich durch die Pipe immer noch genauso viel. Deswegen sage ich ja, ist es relativ wichtig, die hier dann direkt auf Level 2, wenn es möglich ist. Fuck me. Fuck me. In sowas muss ich echt schneller werden, da bin ich viel zu langsam. Und wir verkaufen direkt, weil ich Geld brauche. Okay, ich brauche vielleicht auch so Geld und weg damit. Alter, wie viel? Bitte einfach. Einfach schnell. Das ist nicht schnell. Verkaufen ein bisschen was hier, ein bisschen was da. Es ist immer noch 30. Juni. Den muss ich. Ich muss auf jeden Fall nochmal einen davon einstellen. Preise sind noch okay. Also es ist nicht überragend, 90 Pennies oder was es auch immer ist. Dollar Penny, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sollte ich hier nochmal nachgucken, was er gefunden hat.
Möglichst früh, wenn es geht. Das ist anscheinend schon zu teuer. Dann warte ich nochmal kurz. Mit der Escape kann man das nicht canceln. Das verwirrt mich sehr. Ja, man sieht halt, das geht deutlich besser mit dem 2-Euro. Sollte jedem auffallen. Preis ist tatsächlich gar nicht mal so... Also es ist nicht gut, aber für den Anfang ist es auch nicht bad. Weil auf jeden Fall habe ich schon mal Geld. Ich glaube, ich habe nur 500 Darlehen dieses Mal genommen. Nicht so viele wie die letzten paar Male. Jetzt darf ich nur nicht zu oft hier reinscheißen beim Raten. Ich meine, irgendwo ist es Zufall. Wenigstens sehe ich jetzt, dass es ein... Holy fuck! Was soll ich da sagen? Zum Glück habe ich sie jetzt gefunden. Zum Glück habe ich sie jetzt gefunden. Ich würde am liebsten für einen höheren Preis verkaufen. Silos Level 2 habe ich ja noch nicht. Stoppen wir erstmal den. Oh, fuck. Ja, das wird wohl Spilling-Kosten geben. Ja, das könnte vielleicht sogar vieles. Ich habe zu schnell geupgradet mal wieder. Schneller. Ich brauche mehr Pferde, fuck you. Ja, jetzt habe ich ein paar Pferde auf jeden Fall. Jetzt muss ich warten. Oh Gott, Alter, das wird wieder eine painful Runde, aber ich könnte vielleicht ein bisschen Geld machen. April, Mai, Juni, ich habe noch ein bisschen Zeit. Das ist schon leer. Also da muss ich mir schon mal keine Sorgen mehr machen ums B. Jetzt habe ich viel zu viele Pferde. Genius. Also wir werden wahrscheinlich so bis jetzt auf 500 Spilling-Kosten schon sitzen. Das ist sehr teuer, wenn man spillt. Was spillt heißt, wer es nicht weiß, heißt sowas wie... Spritzen, aber... wie soll man es sagen? Überfüllung. Herausschießen. Sieht man ja. Sie hat ein Visual dabei. Das geht eher so raus. 90 Cent ist kein Preis, vor dem ich gerne verkaufe, aber es ist... Der letzte hat aufgegeben. Das heißt, das ist meine letzte Quelle hier. Die muss ich auf jeden Fall irgendwie leer zacken. Upgraden kann ich sie nicht. Ich habe ja noch nicht das letzte Upgrade. Die hier ist komplett useless. Die ist einmal gespillt. Dann habe ich 5 Pferde dahingesetzt. Und jetzt macht sie nichts mehr für mich. Ich habe April, Mai, Juni. Ich kann tanken, sozusagen. Das Tanken. Ich kann einfach tanken. Weil für so wenig Geld dann verkaufen, ist auch nichts. Aber wenn ich gerade sehe, wie viel Öl wir da rausbekommen, kriege ich schon wieder Crippling Aids. Das heißt, ich werde hier immer 2 Waggons hinschicken, weil sonst überlaufen wir einfach. Jetzt haben die alle nichts zu tun. Oh Gott, Alter. Ich weiß nicht, ob das mit dem Tanken so eine gute Idee war. Mai, Juni. Also wir haben noch einen guten Monat. Gute 2 Monate, meine ich. Kritisch wird's nochmal, wenn der Preis jetzt nicht mehr hochgeht. Wenn der Preis jetzt nicht mehr nochmal irgendwie auf 90 Pennies steigt, habe ich ein Problem wahrscheinlich, weil einmal habe ich versucht, im letzten Monat all mein Öl loszuwerden und das hat nicht funktioniert, deshalb werde ich jetzt den Verkauf starten, sonst kriege ich das nicht mehr leer. Das ist, wenn der Preis scheiße ist, ist es besser, man verkauft für niedrigen Preis, als dass man dann hier noch ganz viel hat, dass man nicht los wird, weil das bringt einem am Ende bei der Abrechnung nichts, man kriegt kein Geld dafür oder so. Alter, es geht runter. Bitte geh du dafür hoch, bitte. Ihr habt nur 13 Unterschied. Was? Als ob... Ein Pferd reicht einfach nicht dafür. Oh Gott, Alter. Der Preis, come on. Hauptsache, Writing macht gar nichts. 1 Cent mehr. Komm schon, eine von euch könnte hochgehen hier jetzt nochmal, oder? Ja, hier. Start selling today.
Das sollte eigentlich von den... Ja, da standen jetzt nicht gerade wenig. Noch 10 Tage und wir haben das nicht ganz leer bekommen. Wir haben bis jetzt 8000, was nicht bad ist, glaube ich. Wir hatten letztes Mal 9000. Und dann, aber wir haben halt Spilling-Kosten dieses Mal wahrscheinlich von 1000 oder so. Die hatten wir halt die letzten Male nicht. Darum verkauft er noch einer hin. What the f... Warum ist der eine Wünschelrutenmann einfach weggegangen, wenn er noch so ein fettes Ding war? Please. Ich habe trotzdem noch am meisten Geld gemacht. Ich frag mich, für was die halt gebettelt hat. Ja. Sind ja 46 Minuten. Ich glaube, ich beende hier den ersten Part. Wie gesagt, so ein Projekt, wo ich einfach nur chille, sozusagen. Muss es ja auch mal geben. Wenn es euch gefallen hat, macht einfach gar nichts. Denn wahrscheinlich hat keiner bis hier geguckt. Wenn doch, schreibt mal Ricardo OP in die Kommentare. Hashtag Ricardo OP. Und dann, ja, mal gucken, ob ich nochmal was hochlade davon. Bis dann. Tschüss. Thank you.